Du wolltest Kadabra killen, na du kleines Mistvieh, du. Und damit ein recht herzliches Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Leuchtende Perle. Im letzten Part haben wir den Arena-Orden errungen. Und Lucius hat sein Pokédex an Team Galactic verloren. Da müssen wir ihm mal eben schnell helfen, das kleine Gerätchen wiederzuholen. Hey Merlin, könntest du mir helfen? Ich habe aus Versehen meinen Pokédex fallen lassen und Team Galactic hat ihn sich geschnappt. Würdest du dich mit mir zusammentun und gegen sie kämpfen? Ach bitte! Ja, wenn's denn sein muss. Du und deine Pokémon zusammen mit mir und meinen Pokémon. Wir sind ein Dreamteam, einfach unschlagbar. Wir können gar nicht verlieren. Wir werden diesen Schurken mit ihren fiesen Machenschaften nicht davonkommen lassen. So, jetzt geht's los hier. Team Galactic Spektakel. Was haben sie denn zu bieten? Papinella und Pudox. Ja, das ist doch okay. Ich hoffe, vom Level her auch etwas höher. Ja, wie, so ungefähr wie in der Arena. Das ist doch okay. Nehme ich doch gleich den Psychoschock. Auf Pudox. Und reicht das? Ja. Sehr schön. Da ist es direkt besiegt. Mal schauen, ob das Pipi auch was drauf hat. Lebenstropfen. Ich glaub's doch nicht. Du musst doch nicht in der ersten Runde heilen. Diese Intelligenz. Ist einfach der helle Wahnsinn. Ah, ein Klibunkel. Ja, mal schauen. Ja, Psychoschock bleibt. Vielleicht auch ein One-Hit. Na, das ist gut. Da haben die Rüpel gar keine Chance. Wenn die wüssten, dass ich drei Orden besitze, die würden schreiend davonlaufen. Was war denn das für eine Attacke? Ich habe gerade gar nicht aufgepasst. Hat aber kräftig Schaden gemacht. Ja, das Papinella könnte schon noch down gehen. Komm schon, Kadabra. Ah, du geile Sau. So habe ich das hier. Direkt zwei Level-Ups, Kadabra auf 33. Ja, der Spezialangriff ist einfach in ungeahnten Höhen. Ponita auf 29. Und Pipi setzt einen Heuler ein. Ja, du kämpfst aber auch, ha? Wie eine Wahnsinnige. So, jetzt könnte Pipi ja mal ein bisschen Lebenstropfen einsetzen. Das wäre recht nett. Oder ich heile mich selbst. Ich habe doch Genesung. 50% KP wiederherstellen. Das ist doch gut. Ah, Unlicht, ja. Da werde ich doch mal auswechseln müssen. Das Pipi hat einen Volltreffer gelandet. Was habe ich denn so? Oh, Traunfugi, ich war noch gar nicht heilen. Ja, das ist alles normal effektiv. Naja, komm. Ponita, du bist an der Reihe. Zeig mir dein Flammenrad. Ja, du wolltest wieder Kadabra, du wolltest Kadabra killen, ja, du kleines Mistvieh, du. Jetzt Flammenrad. Und dann bist du K.O. Jawohl. Und das müsste es jetzt auch mit den Rüpeln gewesen sein. Noch ein Level-Up mitnehmen für Plyprin, ja. Oh, von zwei Kindern besiegt? Das darf doch nicht wahr sein. Ich hätte mich doch zurückgehalten und einfach nur das Lager mal behalten können. Aber ich habe gekämpft und bin gestorben. Unsere Pokémon sind die reinsten Blindgänger. Wir sollten uns im Hauptquartier neue besorgen. Dein dämlicher Pokédex interessiert doch auch hier niemanden. Nimm ihn wieder. Team Galactic werden schon bald alle Pokémon der Welt gehören. Nein, das gesamte Universum wird uns gehören.
Hier, nimm ihn und verpiss dich. Da rennen sie direkt weg, ja. Ah. Zu schnell weggedrückt. Aber was ist denn hier los? Warum laufen die Typen von dem Galaktik durch die Straßen und benehmen sich so, als wären sie totale Volltrottel? Vielen Dank, Merlin, ganz ehrlich. Wenn Professor Eibe jemals herausfinden sollte, dass ich meinen Pokédex verloren hatte, ich mag gar nicht daran denken. Also, was hast du jetzt vor? Ich überlege, nach Weideburg zu gehen. In dem Großmoor dort leben nämlich viele unterschiedliche Arten von Pokémon. Ja, du bist pleite, das Kaufhaus leergeräumt. Und jetzt willst du das Großmoor leerräumen, ja? TM Fliegen. Na? Die könnte ich sogar direkt einsetzen. Und zu jeder Stadt fliegen, bei der er schon mal war. Hey, 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 was haben wir denn hier? Du gehörst ja gar nicht mal zu Team Galaktik und bist dazu noch ein Kind. Doch, das, was wir mit der Energie vom Windkraftwerk erschaffen haben, ist bereits in Weideburg. Was? Ach, darum geht es gar nicht. Dann mach die Ohren zu und hau ab. So, das war die Pokédex-Rettungsmission. Dann gehe ich jetzt mal heilen. Und dann geht's schon weiter im Text. Auf zur nächsten Stadt. Jo, Schwester Joy. Ich benötige mal wieder Ihre Dienste. Erledigen Sie diese bitte hervorragend. Alles wieder tippitoppi in Ordnung. Dann geht's weiter. Begib dich nach Weideburg, ja. Und wo ist das? Naja, ein langer Weg liegt vor uns, aber davon lassen wir uns doch nicht abschrecken. Gibt es bestimmt einige spannende Trainerkämpfe zu sehen. Willst du echt Route 214 entlang gehen? Die ist doch total unwegsam und zu sehen gibt's doch auch nichts. Gut, da ist diese Ruinen-Maniac, dem du einmal einen Besuch abstatten könntest. Dieser Typ gräbt sich nämlich ganz alleine durch dickstes Felsgestein. Der hat echt eine Rad ab. Ah ja, der gräbt sich durch Felsgestein. Ah ja, da wartet doch schon die erste Trainerin. Welches Pokémon ist vorne? Ja, ich werde mal hier Ponita... Achso. Jetzt begleitet es mich, ja. Das kann man auch wechseln, das ist ja gut. Ich wollte es aber nach vorne in Position 1 bringen, damit es jetzt mitkämpft. Sieht aber nett aus, ja? Ein kleines Pony hinter einem her. Achtung, hinter dir. Jetzt bin ich vor dir. Ich bin die Psychotante vom Dienst. Seherin Ariana. Die Ariana fordert mich heraus, beginnt mit einem Nebulak. Dann mal schauen, ob du mir gewachsen bist. Erstmal ein Flammenrad. Ah, die sind doch jetzt wieder Level 22. Es geht schon wieder runter. Da reicht ein Treffer aus. Hattest du noch was oder warst du schon wieder? Nein, ein Kadabra hat sie noch. Schönes Pokémon. Mal schauen, ob das durchhält. Nein. Das ist hier easy going. Trainer klatschen. Traunfugil Level up. Und noch ein. Sie hat ein Traunfugil. Habe ich ebenso. Aber das wird doch auch nichts aushalten. Sag ich doch. Ariana, was machst du nur? Hast nicht hart genug trainiert, was? Mein Plan, dich zu verängstigen, ist gescheitert. Jetzt muss ich wieder trainieren gehen. Oh, hier gibt es einmal schöne Beeren. Die nehme ich doch alle mit. Und ein See, ein kleiner Teich ist auch hier. Da gibt es doch bestimmt nur Carpador.
werde ich dann mal die Angelrute auswerfen, um zu prüfen, was es hier gibt. Habe doch jetzt die Superangel ist das, oder die Profiangel. Eins von beiden habe ich. Bin jetzt ein echter Profiangler. Ja, hier beißt doch gar nichts. Kann doch nicht sein. Gleich nochmal hier probieren. Wofür gibt es denn dann die Wasserflächen, wenn hier nichts beißt? Sind meine Köder schon abgelaufen? Nein, hier beißt absolut nichts. Na, dann gehe ich weiter. Es bringt doch nichts. Ah ja, hier teilen sich die Wege auf. Hey, Kollege! Sieg oder Niederlage, wer weiß schon, wie es ausgehen wird. Das wird kein Freundschaftsspiel, Jungchen. Mädel, das sage ich dir, Rückemarania, jetzt wird gekämpft! Der Rollenspieler Fedor. Aber, oh ja, auf was für Rollenspiele stehst du denn, Fedor, wenn ich fragen darf? Auf jeden Fall bin ich hier mit Feuer, mit dem Feuertyp bestens vertreten. Feuer gegen Wasser, das geht auch klar, ja. Erstmal auf Pachirisu wechseln, damit das nicht in die Hose geht. Ja, also du setzt eh noch Rutenschlag ein. Was bist du denn für eine Pfeife? Pachirisu macht sich Sorgen, dass der Kampf schieflaufen könnte. Du machst dir öfters Sorgen, habe ich schon öfters mal gehört hier. Was ist das für eine Mentalität? Pachirisu, du bist hier im Gewinnerteam. Na, noch ein Goldini, da kann ich direkt drinnen bleiben. Goldini und Goldini, hat er vielleicht auch einen Goldking? Oder nicht? Nein, noch ein Goldini. Wir sind ja auf der Fischzucht. Beim Fischzüchter Fedor. Ja, das läuft doch hier wie am Schnürchen. Kann man nicht meckern. Gibt's bald wieder Level-Ups. Ich liege gern mal daneben. Ich hab's eben verkackt. Ah jo, hier ist noch ein Item. Gibt es vielleicht auf dieser Route neue Pokémon zu sehen? Oder immer noch nicht? Bisher gab es ja nur noch Pokémon, die man bereits im Pokédex registriert oder fangen konnte. Hier taucht gleich gar nichts auf. Aber ich habe da gar keinen Schutz an. Was soll denn das hier? Da, jetzt! Ja klar, das war klar. Kleinstein ist der Dauerrenner hier im Spiel. Da hätte ich mir echt ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht. Ja? Wenigstens pro Route mal ein neues Pokémon. Aber nein! Da kommt gleich der nächste Trainer eingeschissen. Du willst wohl eine drauf haben, Sammler Lorenz. Was ist damit Ponita? Bestimmt auch Level 23 oder sowas. Nein, 22. Ja, ist ja Feuer nicht sehr effektiv. Was, mal schauen. Vielleicht macht das ja doch moderaten Schaden. Naja. Skate so. Jetzt denkst du auch noch meinen Angriff. Na, das geht gar nicht klar. Da werde ich doch mal lieber auf Plyprin wechseln müssen. Damit es ja ein schnelles Ende nimmt. Wenn du Sammler bist, hast du doch bestimmt nur Ponitas im Schlepptau. Warst auf dem Pferdehof und hast alle gestohlen, ja. So, jetzt ein Blubstrahl und dann ist Schicht im Schacht. Na, du hast deine Initiative geboostet. Sehr schlau, ja. Zögerst deine Niederlage doch nur hinaus. Ja, One Hit. Das war das erste Feuerpferdchen.
Da kommt noch eins. Und dann noch eins. Wie viel hat er? Ja, insgesamt 3. Na, jetzt geht's auch ratzfatz hier. Ein Blubstrahl und schon ist es K.O. Das ist sogar nur Level 20. Es geht immer weiter runter. Wir machen wieder Rückschritte hier bei den Levels. Und noch ein Ponita, ja, genau. Da kommt der weitere Blubstrahl. Und besiegt. Was hätte man denn anderes erwarten sollen? Jo, Lorenz ist besiegt. Ey, Alter, ich bin so neidisch auf dein Pokédex. Der Professor hat mir keinen geschenkt. Die Saudi. Naja, dann halt nicht. Wenn du keinen hast, musst du dich den Professor nochmal fragen. Nicht verzagen, den Professor fragen. Oh, du möchtest mir etwas über Pokémon beibringen? Das glaube ich ja nicht. Ich bin allwissend. Schönheit Regina. Mit einem Burma-Dame. Das ist doch gefundenes Fressen für mein Ponita. Ja, es erschaudert. Und nach einem Schlag ist es besiegt. Ist doch Feuerpflanze. Ach Quatsch, Feuerpflanze. Käfer, Pflanze oder nur Käfer oder nur Pflanze. Eins von beiden. Ist auf jeden Fall Feuer sehr effektiv. Ah, Ponita Level 30. Versucht Stampfer zu erlernen. Stampfen mit dem Fuß. Das Ziel schreckt eventuell zurück. Ja, das klingt doch gut. Entweder Verteidigung senken oder Angriff senken weg. Ich mach Verteidigung. Die Verteidigung weg. Ja, Stampfer erlernt. Neue Attacke, neues Glück. Und das war's auch schon wieder mit der Regina. Wow, das kannte ich doch gar nicht. Was? Ponita oder wie man verliert? Nächste Trainerin. Ich habe die Präsenz eines Trainers gespürt. Und das warst du! Oh mein Gott! Oh, das ist sogar der Seher, das ist der Eckbert! Klingt aber sehr weiblich, der Eckbert. Alpollo! Ja. Level 23, komm. Das Flammrad wird dich niederstrecken. Ja, hast du noch was oder warst du schon? Mein Kadabra, ja, ist doch mal dasselbe hier. Apollo, Kadabra, Nebulak. Tschüssikowski, ja? Ja, war es jetzt noch was? Nein, das war es mit dem Eckbert. Wer dich besiegen will, wird es nicht einfach haben. Hier drüben noch ein Item. Da wartet schon der nächste Sammler. Mal schauen, was der sammelt. Hello Kitty Sticker. Oh, Ponita gibt's hier. Wie nett. Welches Level denn? Welches Level haben die wilden Pokémon hier? 23? Joa. Ist doch ganz passabel. Genauso wie die Trainer. Eine Großwurzel, ja. Oh, Gigolo, was hast du? Meiner Sammlung zuliebe kämpfe ich auch mit Trainern, die ich nicht besiegen kann. Das macht einen Sammler aus. Was sammelst du da? Niederlagen oder wie darf ich das verstehen? Der Georg ist das. Mit einem Roselia. Ja, Ponita, das schaffst du doch mit links. Ein Flammenrad und dann ist Schluss mit lustig. Kann der Georg einpacken? Oder hat er noch was? Noch ein Pokémon? Ja, noch ein Roselia. Er ist ja Sammler. Da wird er doch 3 Roselias haben. Tja, Georg.
kann man nichts machen, ja. Das Leben ist schon hart. Hart, aber fair. Was versucht Lake? Oder Lake? 65, ja. Hat das Ziel die Hälfte oder weniger seiner maximalen KP, trifft diese Attacke mit doppelter Kraft. Oh, klingt doch nett. 65 ist ja genauso wie Blutstrahl. Von der Stärke, nur dass Lake doppelt stark sein kann. Na dann, anstatt Blutstrahl. Oder war das jetzt war das eine physisch und das andere spezial? Oder habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet? Wird aber schon beides dasselbe sein. Ich kann gleich nochmal schauen. Ja, Volltreffer. Es hätte auch ohne Volltreffer gereicht. Level up für Bonita. Der Georg, da ist er besiegt. Auf meinen letzten Angriff kannst du stolz sein. Oder hast du mal auf deinen oder meinen? Wie ist denn das hier, Georg? Ja, was war jetzt hier mit Lake los? Hier. Spezial. Ja, doch, der Spezial ist okay. Spezialangriff ist höher als der normale Angriff. Das kann man lassen. Hier geht. Oh ja, da muss ich nochmal hier oben schauen. Haben wir noch nicht alles erwischt. Top-Trank. Mit dem Top-Trank wirst du top-fit. Mogelbaum. Ja, das ist ja ein schönes Pokémon. Mal schauen, ob ich es fangen kann. Nein, das klappt noch nicht. Felsgrab. Oh, machst aber sehr effektiv. Das ist sehr effektiv, ja. Na, dann schicke ich mal was anderes in den Kampf. Ich werde dich paralysieren. Und ein bisschen schwächen mit dem Wangenrubbler. Und dann wirst du schon am Ball bleiben. Dann wirst du es dir schon anders überlegen, wenn du 200 Volt in den Körper gejagt kriegst. Ah nein. Ja, durch den Mischtyp bist du doch für Elektro empfänglich. Ja, normal effektiv. Bei Gestein sieht es schon schlecht aus, ja? Das hat doch gar keine Wirkung. Na, das zieht auch nicht viel ab hier. Ah, vielleicht reicht die Paralyse schon. Mal schauen, ob es reicht. Mogelbaum, was soll denn das, ja? Mimikry, ja, setze meine Attacke ein. Willst du mich auch paralysieren? Was war das? Angriffswert senken. Verwirrtheit, das kann ich mal noch machen. Verletzt du dich vielleicht selbst, macht mehr Schaden als meine Elektroangriffe. Bleibst du vielleicht schneller im Ball drinne? Na klar. Na klar, durch die Paralyse durch. Senkst auch mal noch meinen ohnehin schon niedrigen Angriff. Oh, das macht echt gar keinen Schaden. Komm, verletz dich selbst. Na, sag ich doch, das macht mehr Schaden als ein Angriff von mir. Und jetzt bleibst du mit dem Ball. Oh, du bist ein Viech. Ja, fliehen habe ich auch nicht vor. Du sollst doch mit mir kommen. Na komm, Mogelbaum. Bleib im Ball. Ach, komm schon. Ja, ich habe, glaube ich, noch ein paar andere Bälle. Muss ich mal nach in meinem Beutel rumwühlen, was noch so drinnen liegt. Vielleicht habe ich noch was Probates. Nestball. Superball.
Premiere-Ball. Ja, ich probiere einen Superball. Das ist ja wahnsinnig viel. Na, das Ding reicht natürlich auch nicht. Genau. Probiere ich nochmal den Premierball aus. Vielleicht klappt der. In einem edlen weißen Ball. Ja, das gefällt dir auch nicht. Du bist doch eine Sau. Das hält doch hier auf. Komm nochmal. Oder reicht der Nestball? Du bist Level 23. Weiß ja nicht. Steht da bei Pokémon mit niedrigem Level. Wäre er am effektivsten. Weiß er nicht, welches, was hier mit niedrigem Level gemeint ist. Vielleicht reicht's noch. Komm schon, jetzt bleib drinnen. Oh, Mogelbaum wurde gefangen. Im Nestball. Kadabra Level up. Mogelbaum, nur Typgestein. Aha. Ich dachte mit Pflanze. Nein, keinen Spitznamen geben. In die Box natürlich. In den Pferdestall. Liegt hier unten noch was oder nicht? Nein, nichts. Hier gibt es noch weitere Trainer. Du drehst dich doch gerade. Hast dich von mir weggedreht, hä? Ich habe mich auf die Reise begeben, um die Rätsel der Welt zu erkunden. Das hat mich ziemlich stark gemacht. Ah ja, Rätsel machen stark, wusste ich noch gar nicht. Theodor, da steht er bei uns im Fußballtor. Schilderos Boden. Typ Boden. Ja, normal effektiv. Ich weiß nicht, ob das reicht oder ob du einen übermäßig starken Angriff auspacken kannst. Bodycheck, das könnte schon wehtun. Es geht. Es geht so. Könnte Ponita noch hinkriegen. Ja. Direkt besiegt. Das ist doch mal was. So kann es gehen. Na, mal schauen. Der Ruinenmaniac, der musste sich doch hier auch noch irgendwo rumtreiben, der sich durch die Felswände wühlt. Hier ist wieder ein verrückter Sammler. Mal schauen, was der sammelt. Mich und meine Lieblings-Pokémon zu finden. Ach, um meine Lieblings-Pokémon zu finden, suche ich in allen Himmelsrichtungen. Denn da gibt es unterschiedliche Pokémon. Der Hagen. Mit Barmelin. Ja, das ist wieder schlecht. Sehr schlecht. Wasser gegen Feuer. Ah, da muss ich nochmal wechseln. Auf Pachirisu. Komm, du regelst das. Mein kleines Eichhörnchen. Heuler. Ja, ihr habt, geh doch heulen, wenn's dir gefällt. Ja, da reicht doch ein Schlag aus. Du hast nur Barmelin als Sammler. Gehört sich doch eigentlich so. Jawohl. Ich weiß zwar nicht, warum man Barmelin sammeln muss, aber jedem will, jedem das seine, ja. Jeder kann es machen, wie es ihm gefällt. Level up, Traunfugil. Es geht ja ab wie bei Schmitzkatze, ne? Level ups am laufenden Band. Das hält sogar durch. Was geht denn mit dir ab? Bist du im Level höher oder hast du einfach eine hohe Verteidigung? Ist auch egal, du bist jetzt besiegt. Ciao, Barmelin, mach's gut. Ja, das war der Hagen.
aber das sind doch meine Lieblings-Pokémon. Du hast sie zerstört. Bin ich nicht mehr dein Freund. Wer hat denn ja was von Freund gesagt, Junge? Ponita, drängel dich mal nicht auf, ja? Ist jetzt gut hier. Lass die anderen mal ran. Pokémons, die ich noch nicht gesehen habe. Wen haben wir denn hier noch? Ich habe das Gefühl, dass hier etwas Geheimnisvolles verborgen liegt. Wie dem auch sei, ich werde dir im Kampf zeigen, welche Pokémon ich entdeckt habe. Na dann zeig mal her. Da, Otto! Ja, es ist ein richtiger Otto hier. Aber mit einem Cognodon. Oder Cognodon. Oh, das kann schon eklig werden, ja. Ja, das ist ja wieder nicht sehr effektiv. Aber Wasser. Ja, Wasser, Metall, Pflanze. Habe ich alles in petto. Ich schicke mal Plüprin in den Kampf. Das sollte doch regeln können. Das Cognodon kenne ich noch zu gut aus der ersten Arena. Das hat mir den Gar ausgemacht. Oh. Metall, ich probiere mal Lake aus. Neue Attacke. Na, die reicht doch direkt. Mach's gut, Otto. Oder willst du noch eine Runde? Ja, mit Kleinstein will er nochmal ran an den Speck. Kann ich dir sagen, das wird nix. Ebenfalls One-Hit. Seit wann hat denn ein Kleinstein Robustheit? Habe ich ja noch nie gehört. Immer nur bei Onix gesehen. Sag mal, Otto, wie erklärst du das hier? Ja, hast du gecheatet oder was? Ja, aber jetzt. Jetzt bist du besiegt. Genau, Kleinstein, weg vom Fenster. Und hast jetzt noch was oder reicht? Noch ein Bronzel, nun klar. Immer schön ran hier. Ja, ist normal effektiv. Was macht Charme nochmal? Ja, so viel Schaden machst du eh nicht. Ich bleib auf Lake. Wenn ich die Hälfte der KP schon runter hab. Gut, das zieht so viel ab. Bei der nächsten Runde ist es K.O. Es sei denn, ich verletze mich mal wieder selbst. Beziehungsweise mein Plüprin. Das wäre doch was, ja? Na? Oh, gut machst du das. Du hast gelernt. Hier wird sich nicht selbst verletzt. So, das war's mit dem Otto. Ich kann mit Pokémon gewinnen, die mir noch nicht vertraut sind. Ja, und das war's für den heutigen Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, erkunden hier den Rest der Route und dann geht's ab in Richtung Weideburg. Bis zum nächsten Mal, bis dann und tschüss.